Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Wie beim letzten Mal schon angemerkt, wir stehen noch bei dem Kunden, haben hier nächtigen können. Ich habe mich in der Zwischenzeit um eine Tour gekümmert. Da müssen wir jetzt erstmal hin zum Laden. Und ich würde sagen, das machen wir dann schon mal. Ich habe mir also Okay, hier einen wir Kaffee fahren los. vorbereitet, und so weiter. Ja. Die Licht an. Die brauchen wir nicht. Ups. Was ist passiert in der Zwischenzeit zwischen der letzten Tour und der jetzigen Tour? Liftachse kann man vom Auflieger hoch machen. Ich habe also doch mich dazu entschieden, die ProMods zu installieren. Das heißt, wir fahren jetzt rein auf der ProMods. Wir haben keine andere Karte im Moment mit drin. Ich muss dabei erwähnen, das ist, glaube ich, jetzt mein dritter Versuch, die Aufnahme hier zu machen. Ich bin jetzt mal gespannt, was alles jetzt so passiert. Ich werde demnächst mal eine Folge machen, wo dann nur Outtakes sind. Ich glaube, das wird auch eine Menge werden. Wir fahren also jetzt zur Ladestelle. Also wenn man hier raus ist, dann muss man das Auto waschen, oder? Wir haben also jetzt 5 Uhr am Morgen. Bin mal gespannt, wie zügig das dann dabei an der Ladestelle geht und dann schauen wir mal. Ich traue mich gar nicht, hier so schnell lang zu fahren. Biege nach links ab. Weil das Poltern, was man da hört, wenn man das im realen Leben hört, dann sollte man doch mal gucken, ob nicht die Domlager ausgeschlagen sind. Bin so dreist, ich ziehe einfach mal. Ja. Man merkt, wir sind leer. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, wie man sieht,
Kollege hat neue Erfahrungspunkte bekommen. Ach, du hast doch wohl. Aber ich sehe gerade, irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht so ganz. Die Tankanzeige, die zeigt nämlich voll an. Das kann eigentlich gar nicht sein. Muss ich mal weiter beobachten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Würde ich ja, wenn nicht so viele Autos entgegenkommen würden. Der bleibt stehen. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, schauen wir mal. Das ist nämlich genau das, was ich festgestellt habe. Das funktioniert nämlich nicht so richtig. Wenn man auf die Map geht, wir haben also eine eilige Tour nach mit Blumenkohl, 9 Tonnen. Die nehmen wir jetzt auf für nach Polen und von da aus sehen wir dann weiter. Die müssen also auch heute zugestellt werden, was eigentlich kein Problem sein sollte. 6 Stunden Fahrzeit. Passt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwo hier vorne. Ach, da. Da. Warte, aber haben wir ja mal richtig viel Platz. So, jetzt mal so weit zurück. Ich glaube, das gibt nichts.
Ich glaube, noch zu früh für mich. Ich glaube, das ist einfach zu viel Platz, den ich hier habe. Ah, steht ja fast perfekt, aber wir ziehen noch mal kurz ein Stück vor. Vielleicht ein bisschen Nachrichten. Jetzt war ich gerade überlegen, was wollte ich jetzt machen? Türen wollte ich aufmachen. Quietsch nicht so. Fahren wir noch mal das Stück zurück. So, stehen wir perfekt. So, ich würde sagen, ich lade jetzt auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Geladen haben wir. Wir ziehen mal gerade ein Stück vor. Stück vor. Einmal, zweimal und auf geht's. So. Eintragen brauche ich nichts mehr. Wir können direkt loslegen. Machen wir 37. Biege nach rechts ab. Na. Kollege. Na gut, wenn du wartest. Wir sind ja nicht so schwer.
Die Sonne blendet wieder. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Schleichen uns mal ganz langsam rein. Machen uns breit wie ein Elefant. So, dann lassen wir uns mal überraschen, was uns die Promoz so bringt. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir haben ja, oder das Promoz-Team hat ja sehr viel überarbeitet in allen Regionen. Ja, okay. Da steht die Tram. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja. Immer geradeaus. Die haben ja sehr viel überarbeitet, nach dem, was ich da in den Blogs alles so gesehen habe. Immer geradeaus. Wie gesagt, lassen wir uns mal einfach überraschen. Ja, hat ja mal einen coolen Sound. Eine Ampel zur nächsten. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
zu mal wieder kleine Ruckler drin. Wollte ich gerade sagen, der zieht einfach durch. Oh Mann, mein Herz. Ach ja. Ich weiß. Aber wir haben doch keine Zeit. Und hier darf man direkt wieder losfeuern. Rauf, 80. Bitte links halten. Jetzt muss man sich wieder umgewöhnen. Stellenweise die SCS-Map hat ja... Wenn die sagt dann links halten, dann muss man nämlich nach links rüber. Aber wie ich ja schon erwähnt hatte, das ist halt eben auch schon mein dritter Versuch, es aufzunehmen. Was ist passiert in den anderen Aufnahmen? Bei einer Aufnahme hatte ich das Problem, dass eine Umleitung gesetzt worden ist. Ich bin dann also hinterher nur noch im Kreis gefahren. Fand ich nicht sehr prickelnd. War auch doof irgendwie. Also da sollte sich SCS mal was einfallen lassen. Und ich habe den Wert auf niedrig stehen. Das heißt eigentlich... rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hätte mal früher sein können. Wo in 500 Metern rechts ab. Wäre nicht schlecht. Zu den Umleitungen, also die, das kann nicht sein, dass man da wirklich im Kreis fährt. Ich hatte dasselbe Problem ja schon mal unten in Frankfurt gehabt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Dass ich da ja abfahren musste, für eine Umleitung zu fahren. Nimm diese Ausfahrt. Und bin dann die Umleitung gefahren, komme dann da an, auch eine Vollsperrung. Das funktioniert nicht. Da bleibt einem nur noch die Möglichkeit 0F9. Wieso darf ich denn hier nur 50 fahren? Bin ich dessen Ernst? Aber naja. Und das sollte schon irgendwo so sein, dass wenn man eine Umleitung fahren muss, dass die dann wirklich, sag ich mal, du fährst die Umleitung und dann kommst du über einen Umweg dahin. In Frankfurt war es halt eben so, man kam überhaupt nicht dahin. Ist dann natürlich doofe. Und dasselbe hatte ich dann hier auch wieder gehabt. Fahre eine Umleitung. Da kommt es dann wieder zu einer Umleitung. Und im Endeffekt bin ich dann auf der Strecke in ein Loch gefahren. Fand ich irgendwie überraschend.
Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ach nö. Der war ja jetzt gut. Die ganze Strecke 50? Ja, komm, Kollege. Gib Gas. Nimm diese Ausfahrt. Kurz vorm Kreisverkehr war dann 70. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Entspannt zurücklehnen und genießen einfach. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, viel erzählen von den Kollegen kann ich nicht. Wie gesagt, ich nehme also schon Folgen auf für meinen Urlaub. In meinem Urlaub werde ich vielleicht mal zwischendurch mal so wieder so ein Special machen. Muss ich sehen, wie sich das zeitlich ergibt. Wie gesagt, ich bin nämlich auch ein bisschen unterwegs und im Moment ist einfach geplant. Es wird eine Folge pro Woche rauskommen. Die werden jetzt gedreht. Deshalb kann ich auch nicht viel sagen, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Sollte natürlich wieder erwarten, sich die Zeit geben, dann werde ich wahrscheinlich doch noch so ein oder andere und dann werde ich so ein bisschen schieben. Muss ich gucken. Aber geplant sind eigentlich im Moment nur die nächsten Folgen. Oh, hört schon mal los. Also die nächsten Folgen werden nicht so intensiv mit irgendwelchen Stories von den Kollegen sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt anders gefahren, aber naja, okay. Wir müssen nach hier. Also auf der Hintour war hier mehr los. Aber, nee, das kommt nachher unten an der Brücke noch. Aha. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Guck mal, wie langsam die anderen fahren.
Das wollte ich eigentlich nicht. Das. Herzlich willkommen in Russland. Ich hoffe, ich fahre jetzt hier richtig. Da muss ich hin. Biege nach rechts ab. Hab ich doch schon. Hier steht ja gar keiner. Das ist wie an dem anderen, bei der Ausreise von Russland, wo man dann okay, ja. Machen wir einfach mal. Nicht schlecht, Herr Specht. Immer geradeaus. Also im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die KI will mich heute nicht so foppen, wie sie es sonst tut. Oder sonst macht. Demnächst links abbiegen. Aber wenn ich jetzt überlege, wie oft ich hier manchmal schon ein Problem mit der KI hatte. Biege nach links ab. Und da hat es wieder geruckt. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, ne? Weil wer weiß, was noch kommt. Immer geradeaus. Ja, wo soll ich denn hin? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind alle so freundlich heute. Irgendwas kommt doch heute noch, das kann nicht sein. Dass die mich hier wirklich foppen. Die KI hat sich das gemerkt. Weißt du, nicht so schnell bin. Mach doch schon langsam.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Solange die Bahn jetzt nicht kommt, wird das alles. Relativ egal. Ist das jetzt? Scheint eine Straßenbahn zu sein, ne? Landwirtschaftssimulator. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Cool. Eine Autostrada. Bei meinem Glück muss ich gleich wieder runter. Habe ich es nicht gesagt? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ey, Betz, du weißt auch nicht, was du machen sollst. Nimm die Ausfahrt rechts. Genau das ist das, was ich meinte. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Allerdings sollte ich einen Gang kleiner nehmen. Kaliningrad. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Welche Ausfahrt soll ich denn hier nehmen? Okay, lass uns eine neue Route finden. Neue Route finden. Lass mich mal gucken. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ich kann hier rein. Neu berechnen. Demnächst links abbiegen. Müssen wir mal gucken, wo wir hier drehen können. Ach, ja. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oder auch nicht. Na gut. Dann können wir das da nicht. Nehmen wir doch. Wenn man richtig in Gang nimmt, geht's auch. Machen Sie eine Kehrtwende. Da würde ich ja gerne. Hier können wir, glaube ich, drehen. Route finden. Mal gucken, ob wir hier rauffahren können.
Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Auch nicht. Aber ich bin ja leicht. Sollte man nicht so tun? Also ich glaube, meine Navi-Tante braucht mal unbedingt ein Update. Weil demnächst links abbiegen. Eine Ausfahrt zum links anzumerken, die nicht da ist. Abbiegen. Biege nach links ab. Okay. Jetzt will mich die KI nicht foppen. Jetzt will mich das Navi foppen. Ich krieg die Krise. Hoffen wir, dass wir jetzt hier abfahren können. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Tun wir gleich. Ausfahrt rechts. Jetzt sind wir wieder auf der normalen Route. Schön. Dafür haben die hier eine. Kommt mir vor wie in Holland. Die hatten früher um Eindhoven rum, die Autobahn endete in einem Kreisverkehr. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist da der Kreisverkehr ausgesondert von der Autobahn. Aber früher war es wirklich so, man kam da drauf zu und auf einmal stand man im Kreisverkehr. Mitten auf der Autobahn. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Hier waren wir doch schon mal. Och nö. Ach, der biegt ja. Ist nicht so schlimm. Aber jetzt noch ein Trecker davor, das muss nicht sein. Was war denn da jetzt rot?
wollte gerade sagen, wo kann ich denn hier hin? Aber das ist ja. Guck mal, hier wird kräftig gebaut. Die Brücke steht schon da. Die steht aber, glaube ich, schon was länger. Kommt mir vor wie das Aachener Kreuz oder Berlin. Flughafen. Baustelle war keiner da. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Auf der einen Seite ist es ja schön, dass unten das Fenster nicht mehr erscheint, aber gerade in solchen Situationen ist man manchmal ein bisschen doof. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ist mir auch schon passiert. Ich bin hier reingefahren. Ich dachte, wäre alles für eine Richtung. Ja, Junge. Ja, jetzt. Also ehrlich. Ich hab doch gesagt, die will mich schon irgendwann noch foppen hier. Da bin ich da auf der linken Spur und stand dann auf einmal entgegengesetzter Fahrtrichtung. Passiert. Das müsste jetzt das letzte Mal sein. Ja. So. Was denn vor mit deinem Bus? Macht er die Warnblinkanlage an. Da stand doch gerade ein Schild 90. Warum darf ich denn jetzt nur 70 fahren?
Was mir wohl auffällt auch, wenn man mal auf die Zeit guckt. Mir kommt das hier im östlichen Teil auf der Map eigentlich so vor, als wenn es die Zeit langsamer läuft. Also sprich, dieses Verhältnis 1 zu 19 ist nicht so ganz gegeben, meiner Meinung nach. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, wir sind ja schon da. So. Ja. Ja, das Schild liegt um. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ach Gott, zu weit. Wollte schon direkt hier wieder abfahren. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh Gott, wo müssen wir denn hier hin? Biege nach rechts ab. Wo liegt denn die Firma? Oha. Ahne Böses. Wir sind fertig. Sicher? Ich glaube nicht, dass das nach hier kommt. Irgendwie sieht das aus, als wenn es nach gegenüber kommt, aber das klären wir noch ab. So, ich habe jetzt mal gerade abgeklärt und es kommt also nach hier. Da kommt's hin. Ich habe also schon die Türen aufgemacht. Muss jetzt mal gucken. Fenster runter, gucken wir mal, was jetzt das Idealste wäre, ob ich jetzt so reindrehen. Müssen wir gucken. Es ist also nicht viel Platz. Ich mach mal, wenn wir auf die Straße raus müssen. Nicht, dass hier irgendwo einer um die Ecke geschüsselt kommt und dann sagt, oh, ich hab nichts gesehen.
Endlich, wir sind da. Ach nee. Ja, fahren wir mal einfach. Das Problem ist, man sieht jetzt gleich nichts. Probieren wir unser Glück. Wir sind ja schon, naja, fast in der richtigen Richtung. Aber nur fast. Bisschen daneben. Liebe sowas. Ach, ich zieh den raus und dann. Das ist einfacher. Ansonsten komme ich ja gar nicht daran. Aber es kann nicht überall immer so einfach sein. Na? Sieht ja schon fast perfekt aus, aber nur fast. Warum kriege ich kein Signal, dass ich... Lass uns mal schauen. Was war gerade so? Aha, ist klar. Jetzt mal gucken.
Wir stehen also nicht ist aber langsam. Ich stehe jetzt nur fast richtig. Aber wir gucken uns das Ganze mal. Oha. Jetzt geht's in der Vogelperspektive. Auch mal was Neues. Dumm, wenn man nicht sieht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Also von oben bringt's auch nichts. Ach, da kann man ja einen richtig mit beschäftigen. Wie setze ich einen Auflieger ran? Ich schiebe ihn noch ein bisschen weiter rüber. Wir mit der Laterne hier aufpassen. Das kann nicht gehen. Ich glaube, jeder LKW-Fahrer, der wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Vielleicht sogar noch ein paar Leute mehr. Leute, das waren jetzt ein bisschen Grünzeug hier. Sollte mich nicht wundern, wenn ich nicht der Erste bin, der das macht.
Aha. Wir stehen dran. Ja, Leute, ist manchmal nicht immer so einfach, wie es aussieht. Gerade solche Ecken, wo man dann nicht weiß, was rechts oder wo man nicht so richtig gucken kann. Aber ich sehe gerade, ich glaube, da sind schon mehrere durchgefahren. Ja, hier endet unsere Fahrt soweit. Ich werfe was im Motor raus. Und, wie gesagt, hier endet unsere Fahrt für heute und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, Daumen oder vielleicht sogar ein Abo da. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu da, euer Micha.